Willkommen zurück, Freunde, hier in Fußballmanager 2011. Diesmal nicht im Ladebildschirm, sondern der Mannschaftsaufstellung. Richtig. Denn wir wollten hier ein bisschen die Taktik umstellen. Da sind wir auch von ganz alleine drauf gekommen und nicht mit der freundlichen Unterstützung von The Hallo Meller oder Halo Meller oder wie auch immer. Ja. Keine Ahnung. Es tut mir leid, ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Ja, das musst du ihm verzeihen, das ist ein Minky, ne? Ja. Genau. Hat er so seine Schwierigkeiten damit. Also auf jeden Fall hat er uns empfohlen, natürlich, da haben wir gar nicht dran gedacht, die Taktik auf unsere neuen Spieler einzustellen. Right. Und dann hat er uns noch empfohlen, das können wir gleich sagen, ein Kooperationsvertrag mit einem Erstliga-Club ist auch ganz klar, hätten wir auch drauf kommen müssen, aber wir spielen nicht so oft mit niedrigliegenden Club. Und das, deswegen haben wir daran auch gar nicht gedacht. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ja, das kommt auch jetzt erst, weil wir nehmen mal ein paar Parts sofort im Voraus auf. Richtig. Da wir viel Zeit auch zum Rendern brauchen und wir das immer machen können, wenn wir nicht da sind und so. Genau. Deswegen kommt es jetzt halt erst am, heute ist Freitag oder Samstag. Ich glaube, heute ist Samstag. Ja. Genau. Heute müsste Samstag sein. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Vertrag, bevor wir dann eventuell eine Systemumstellung machen. In der Bundesliga möchte momentan kein Verein, auch kein kleiner, vielleicht zweite Liga? Auch nicht wirklich. Bei mir leckt sie momentan ein bisschen. Nein. Jetzt geht's wieder. Dritte Liga. Was ist denn los? Was sind die uns? England vielleicht? Jemand aus Frankreich, aus Spanien. Penky Dortmund meldet sich beim FC Barcelona. Na, Barcelona? Tja. Ach so, weil es auch hier steht. Bis zum Ende der Saison wird kein Verein mit einem Vertrag interessiert sein. Das heißt, wir müssen wohl zur neuen Saison erst wieder. Okay. Schon. Also, da wird schon mal nix? Nein. Gut. Das ist Taktik umstellen. Wir sollten uns vielleicht mal anschauen. Ja. Hallo? 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 Ja. Offensichtlich ist Minky wieder abgeschmiert. Dann versuche ich das erstmal hier alleine ein bisschen meine Gedanken zu sammeln. Gut, wir haben jetzt Neues geholt. Wir haben hier Mainka, wir haben, wie heißt denn überhaupt, Muslehe? Den Libanesen, wie auch immer man das sagt. Mertinitz und auch Rizzi. Nun Verteidigung haben wir einen geholt. Okay, das heißt, wir könnten eventuell so umstellen, dass wir mit 2-6 spielen. Minky Line! Immer noch abgeschmiert. Dann habe ich hier meine Aufstellung von Dortmund. Die könnte ich mir natürlich überlegen, aber dann spielen wir nur mit einer Spitze. Müsste ich mich halt immer entscheiden zwischen Mertinitz und Oldhoff. Ja. Weiß jetzt nicht, was das Schlauste wäre. Oder ich nehme natürlich die bisschen offensive Variante. Die hier, mit der ich eigentlich, wenn man im Preview stand, mit dem BVB spiele. Oder gespielt habe. Also ich sag mal so, es war zumindest eine Systemumstellung, die jetzt hier funktionieren würde, positionstechnisch. Da müsste ich halt einfach einen Stürmer durch einen defensiven Mittelfeldspieler ersetzen, indem wir zum Beispiel Rizzi durch Oldhoff. Einen Oldhoff im Sturm. Dann kann sie ja wenigstens ja das eine Spiel versuchen. Ich glaube, wir machen das auch mal. So, was haben wir denn hier alles? Noch alte, ungelesene Nachrichten. Dass keine Vereine an den Spielern interessiert sind, die wir eigentlich loswerden wollten. Ach ja, und wir sollten natürlich, habe ich ja glatt vergessen, den René heiraten, ne? Ob er das auch möchte, aber zuerst mache ich ihm ein Geschenk oder nee, komm, wir gehen tanzen mit ihm. Ja,
Jetzt ist Skype abgeschmiert. Leute, ich kümmere mich kurz drum. Wir sehen uns gleich wieder. BG. Oder doch nicht. Boah, sagst du, fick ich Steam oder Skype? Oder was siehst du an deinem Internet? Ich weiß es nicht. Also also bei ICQ konnte ich diesmal weiterschreiben. Ja? Ja. Ja, du bist jetzt auch erst jetzt abgeschmiert. Also echt? Dieser komische Ton da von Skype, ne? Dieses Dü-Dü-Dü-Dü. Also bei mir war es schon länger. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe auf alle Fälle weiter gelabert. Paschton hier, Fraps läuft noch, ne? Den Heiratsantrag wollte ich noch in der Zwischenzeit machen, wo du nicht da bist. Aber er mögt ja uns nicht heiraten. Und ich sehe gar nichts. Du siehst nichts? Nee, ich sehe keine Bildschirmfreigabe. Oh my god. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ja, da sind wir auch schon wieder. Minky sieht auch diesmal meinen Bildschirm, ne? Ja. Gut. Ja, Systemumstellung habe ich dir schon gezeigt, wie du richtig sagst, wir sollten ein bisschen auf die Fähigkeiten achten. Das heißt, mal schauen, ob Minka, Kratschun und so weiter auch gut flanken können. Denn wenn das nicht der Fall ist, sollten wir es lieber sein lassen. Mit dem Flanken, auf jeden Fall. Right, schauen wir uns das doch mal an. Guck ich mal, was Minka hier auf dem Kasten hat. Flankentechnisch... Ich such die gerade. Wo sind die? Auch, die sind jetzt bei 63, also ein Durchschnittswert, den er hat, aber eigentlich... Dribbling 64. Ja, ganz gut, oder? Ja, also Dribbling 64. Was hat denn im Gegensatz Kratschun? Was sagt der Mann denn? Der Mann sagt, Dribbling hat er sehr gut. Flanken halt ähnlich wie Minka, also können wir ihn, glaube ich, auch flanken lassen. Also im Gegenteil, also ich würde ihn jetzt eher dribbeln lassen, dass wir die Taktik so umstellen. Minka dass er flankt und gerade schon dribbelt? Genau, so wie wir es auch hatten. Denn er ist im Dribbling ja eben nicht so gut mit 64. Ja. Dass du dir dann speicherst, vielleicht nicht unter deinem BVB off, sondern halt unter Banky Dortmund. Ja, klar. So. Und jetzt kann ich natürlich schauen, wer offensiv besser ist von den defensiven Leuten. Entweder Bönig ja. oder Rizzi. Und was man natürlich gucken kann, ist, ob Moslehe Distanzschüsse zum Beispiel gut kann. Ja, oder hatte ich ja jetzt gerade geguckt, hat er einen 62er Wert. Also können wir uns überlegen, ihn da schießen zu lassen. Also vielleicht. So, Bönig. So, hat ein paar Offensivambitionen nicht wirklich. Guck dir mal seine Werte an. Schusskraft und so weiter ist alles für den Arsch. Also das heißt, er verteidigt. Er verteidigt. Der Verteidigende ist bei mir immer rechts gewesen. Der Linke ist ein bisschen mit nach vorne gegangen. Rizzi. Mal gucken, wie es bei ihm vorne ausschaut. Ist auch nicht so doll, aber guck mal, Dribbling hat er wenigstens 56. Also kann man ihn was schon mal... Was jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich ist, wenn wir nur mit einer Spitze spielen, dass wir den einen Mann umsonst gekauft haben, ne? Das ist wahr, aber du musst dir überlegen, dass Schütz und Thompson eh nicht oft zum Einsatz kommen. Also haben wir ja schon auf alle Fälle einen Wechsel, der konstant im Spiel käme. Außerdem will ich das System erstmal nur austesten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt hier endgültig durchsetze. Ich will nur mal gucken, wie sie damit klarkommen. Dann mach mal bisschen die laue Laufwege. Ja, natürlich, jetzt geh nochmal zurück. Da das ja auf deinem BVB abgestimmt ist. Ja. Und dein BVB natürlich etwas ein bisschen besser sein könnte als Banky Dortmund. Was ich zwar nicht glaube, aber. Na, ist gewagte Aussage, ja. Müssten wir natürlich auch die individuellen Anweisungen, also die generellen Mannschaftsanweisungen ändern, wie zum Beispiel Zeitspiel. Mach ich sofort. Gut. Ich möchte nur mal auf die Flanken da stellen. Also den Kollegen wollten wir flanken lassen. No. Dann nehme ich Dribbling weg. Ja, da kann der Ball halten, ne? War die vertauschte Anweisung. Ja. Dass er eben spielt, wenn der Haken bei Ball halten da ist. Ohne Gegenspieler das gleiche. Okay. Moment, habe ich das jetzt angestellt? Kratschen wollen wir den nicht. Doch, der hat jetzt geflankt, ne? Der soll flanken, genau. Genau. Und Kratschen soll eben nicht flanken. Gut. Dribbling wird hier, glaube ich, schon eingestellt sein. Ist es auch, dann lassen wir ihn eben nicht flanken. Okay. Und wie schaut's mit, hat der Fernschüsse drin, unser OM? Unser OM müsste Fernschüsse, glaube ich, mit dabei haben. Nein. Ja, siehste? Aber jetzt schon. So, gucken wir mal Teamtaktik an. Wir machen Zeitspiel natürlich. Bei letzte 30 Minutes. Sonst passt das, glaube ich, alles so. Sonst passt das, ja. Musst du nur halt unter Panky speichern. Ja. Panky. 4, 2, 3, 1. Mal schauen, wie sie damit klarkommen.
Schlimmer als in den letzten Spielen kann es nicht werden. Nein. Definitiv nein. Ja gut, dann würde ich sagen, springen wir gleich zum Spiel. Und wir sehen uns da gleich, Leute. BG. Ja, wir sind genau pünktlich zum Spiel wieder da. Wir haben es natürlich übersprungen da. Wenn wir das mit Fraps und Skype gleichzeitig laufen lassen, spielt es uns genau da immer ab. Ja. Deswegen sehen wir uns auch immer im Ladeschirm, können wir mal so erklären. Richtig. Und somit geht's los. Es geht laggig los, wenn ich das mit... Ja, aber hallöchen. Ich hab gedacht, es liegt an mir. Nee. Aber ich glaube, das Problem hatten wir im letzten Part auch schon, kann das sein. Wobei, nee, jetzt läuft's wieder flüssig. Und warum wir kassieren das 1:0 durch Castrati. Ja, mach du los. Bitte? Ich sag, geht ja schon los? Ja, klar. Super. Aber gut, siehst mal so, immer wenn wir das erste Ding gemacht haben, haben wir im letzten Spiel nicht gewonnen. Also. Richtig. Ritz. Ist richtig. Richtig ist das. Junge. Bönig. Waldhorf, jetzt schönes Duschspiel. Ja, so kann man den Ball natürlich auch verwerten. Klasse gemacht, gerade schon. Das ist auch eine Möglichkeit, den einfach mal irgendwo hinzuspielen, so nach dem Motto, ja, vielleicht kommt der an und dann ist das 2:0 durch Castrati. In der 10. Spielminute. Minky hat sich scheinbar selbst getötet. Oder das Inic packt wieder. Fakt ist, dass wir untergehen. Wir haben jetzt mal wenigstens sicher. Ach, schlechtes Zuspiel. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht untergehen. Jetzt war ich gerade schon in die Mitte mit dem Ball. Ach, es ist schlecht gemacht. Keine gute Verwertung hier in dieser Situation. Kretschmar. Rizzi. Was lehe? Das Spiel ist momentan ganz klar auf der Seite von Wuppertal, die hier beinahe das 3:0 machen. Wie man hört, Skype hat sich wieder verabschiedet. Ja. Heute ist der Wurm drin, Bruder. Heute ist der Wurm drin. So ist es. Aber gut, du hast das 2:0 noch mitbekommen? Nein. Nicht mehr. Bei einer 10. Spielminute ebenfalls wieder Castrati. Supi-dupi. Ja, läuft ja wie geschmiert hier. Ah, dass wir eine neue Taktik haben. Ja. Die scheinbar total aufgeht, ne? Für ihn. Ja, sicher. Für ihn wollte ich sagen. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, Hinspiel haben wir 2:1 noch nicht gewonnen. Kann sein. Und wieso gewinnen wir hier nicht? Also, ich meine, wieso gewinnen wir die letzten 200 Spiele nicht? Ja, ich das wüsste, du. Wieso traurig. Castrati, aber Bier ist auch mal da zur Ausnahme in diesem Spiel. Yay. Rizzi. Ich würde mal sagen, wir überfallen in der 2. Halbzeit, indem wir einfach wieder das alte System nehmen. Dann sind sie so völlig, weißt du, so, oh mein Gott! Das alte 4-1-2-1-2? Wie verteidigt man das? Aber jetzt hätte es Oldhoff machen müssen, schießt da vorher an die Latte oder an den Pfosten, hab's gar nicht erwähnt. Auf alle Fälle hätte das der Anschluss sein können, sein müssen. Aber nee, sie wollen ja nicht, ne? Nein, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Und da wird auch mal abseits schon etwas eher gepfiffen. Der Spieler muss nicht erst zum Ball laufen, 40 Meter weit, um dann erst abgepfiffen zu bekommen. El Hamushi zu Moosmeier. Du hast Muschi gesagt. Katsche. Althoff, nö. Nein, der möchte nicht, der Mann. Dann wirkt er neckt. Castrati möchte aber Bier verhindert. Nee, Castrati möchte auch nicht. Keiner will. Alter, guck dir mal die Statistik an. Übelst. 5:1 Chancen für Wuppertal. Wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Unterirdisch.
Ich will das am besten auch gleich überspringen, denn da fällt es dir in Ohnmacht, wenn du die Statistik hier siehst. Ich bin sogar in Ohnmacht gefallen. Echt? Ja. Bist du vom Stuhl gefallen? Nein. Das kriege ich nicht hin. Die Spieler, die regen sich furchtbar über die eigenen Fehler auf. Das darf uns einfach nicht passieren, meint einer. Ja, meint einer. Meint einer. Echt natürlich, ne? Die ich frage mich, einer. Was die... Also, das geht nicht. Der eine. So, Halbzahnsprache von Bruce, die bewirkt Wunder. Aber wir müssen hier umstellen. Auf das alte System. Liebe Leute. Warte, aber du musst jetzt gerade schon nach rechts. Ja. Moslea geht ins Offensive. Und da kommt für Bönig der zweite. Hey. Für Bönisch der zweite Stürmer. In Form von Mertinitz. Wenn er denn endlich mal was bringt. Aber er hat ein Bild von sich. Immer noch. Er hat's noch nicht rausgenommen. Nee. Guck, so, dann geht's doch jetzt in die zweite Halbzeit. Also. Und mit dem Mann, der sich nicht für sein Gesicht schämt, geht's dann jetzt vielleicht mal besser in der zweiten Hälfte für Becky Dortmund. Aber erstmal Zieber auf dem Weg zum 3-0. Castrati, aber der Schuss wird abgeblockt. Fehlpass. Ja, wir sind schon eine Gurkentruppe in der Rückrunde. Absolut. Und wer schuld? Negativ hat sich natürlich schon in der ersten oder am Ende der Hin- und dann entwickelt. Ja, gut, also schuld ist es ja klar, du, das wissen auch die Zuschauer. Ich habe nämlich heimlich ein Blitzvoting gemacht. Ja, klar. Und nur auf unserer Internetseite, ne? Ja. Auf www.pedomini spielen Fußballmanager 2012 und das gar nicht mal so gut. Punkt. Und du wirst dich wundern, 2% sagen, ich bin schuld, 98% sagen, du bist schuld. Also ich denke, einmal dir geht's nicht, ja. Nein, Moment mal, ehrlich, die Tabelle war doch, 2% war ich war schuld, 2% waren du war schuld und 96% waren, wir gucken das gar nicht. Ja also, gut, bitte. Das kann vielleicht auch sein. Aber wenn sie das nicht gucken, wie kommen sie dann auf die Homepage? Ja, hallo, die ist ja wohl bekannt. Also, ich sag die da gerne. Petomik, ich bin Fußballmanager 2012, obwohl uns das gar nicht interessiert. Ich glaube, das war die gar nicht. Das ist unsere zweite Homepage. Achso. Der erste war doch irgendwas mit und das gar nicht mal so gut.de. Genau. Ja. Ja, gut, aber wir können uns ja so viel leisten. Wir haben ja sogar zwei Homepages. Vor allem zweimal eine DE-Domain, ne? Ja, klar. Kostet doch nichts heutzutage. Mhm. So, ich wechsle mal hier. Oldhoff spielt ja mal unterirdisch, bei ihm kommt Thompson. Und ansonsten hätte ich mal gerne den Kiey für Nainka. Ist er nicht Nainka? Ja. Ich lache mich auch darüber kaputt. Nainka. Hahaha. Du kannst die anderen Vokale auch noch durchmachen, wir haben Zeit. Hihihihihi. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was Vokale sind oder welche es noch gibt. Deshalb hat er hier an der Stelle aufgehört, liebe Leute. Ne? Oder einfach, weil er abgeschmiert ist. So. Yes! Nein! Ich schmier die gleich mal ab. Wieso nicht? Hast du es gesehen? Er hat's gesehen. Ich kann's spüren. Ja, dann kann auch abschmieren, wenn du willst. Ja, schmier ab. Nein. Keiner will dich hier. Schmier ab. Und nein, hier? Ich will nicht abschmieren. Nein. Thompson, am Tor vorbei. Wir haben noch 15 knapp Minuten zu spielen. 15 knapp Minuten, auch nicht schlecht, muss ich mir merken. Ja, du bist halt doof. Doof nennt er mich. Ja. Tja, ja. So ist das halt. Ja. So ist das. So, und jetzt mach mal ein Tor, Brüder und Schwestern. Liebe Gemeinde. Foul von Rizzi, was? Ich weiß gar nicht, worauf du anspielen willst. Ja, ich auch nicht. Es war so, ist mir so ausgerutscht, weißt du, so. Und es war auch kein Foul von Rizzi. Thompson. Hab ich dich jetzt gedissen? Wieso spielt er da ab? Ist das? Oh, meine Fresse. El Hamouchi. Er spielt in den Beinen von Holzinger, aber der macht halt nix. Moos. Da einfach nix. War das nicht einmal dieser komische mit dem Hund da, der Moos? Meier oder so?
nehmen wir das Hammer. Ach, egal. Jedenfalls haben wir noch knapp 5 Minuten, um vielleicht ja doch noch das 3:0 zu bekommen. Schön legst du, by the way. Ja, Abstieg. Abstieg. Ja. Siehst du? Ich hatte recht, wir steigen ab. Ja? Was haben wir denn nochmal gesagt? Gesichertes Mittelfeld oder so? Hm, glaub schon. Haben wir dem noch Vorstand gesagt, gesichert, ne? Noch, genau, dem Vorstand, also uns. Wie ist es den Anschlusstreffer noch? Endlich mal ein Tor schießen. Ja gut, jetzt haben wir die Freistoßgelegenheit. Im FML wäre das Ding im Kasten. Hier auch? Ja. Da hätten wir schon gejubelt jetzt. Hier ist er so ziemlich vorm Kasten. Ja, so ungefähr beim Torwart, würde ich sagen. Ja, ja, haut hin. Kann sein. Thompson jetzt vielleicht. Natürlich muss er wieder mal an die Latte schießen. Das dritte Mal in diesem Spiel, wo wir an Aluminium scheitern. Klasse Spiel, die nächste Niederlage. Lloyds, wir sind auf Kurs. Words. Kann ich nichts hinzufügen? Nee. Das liegt vielleicht daran, dass heute eh der Wurm drin ist mit dem Abscheißen und so. Die Statistik gebe ich mir erst gar nicht, auch wenn wir mehr Chancen hatten. Das Unentschieden hätten wir verdient gehabt, aber nee. Nee, mit so einem Team, weißt du, wenn die jetzt nicht anfangen wieder zu gewinnen, ne? Ich weigere mich mit denen in der nächsten Saison zusammenzuarbeiten. Ich geh noch Magdeburg, du. Das steht nein. Fest. Magdeburg. Ja. Aber wir haben um jeden Fall gekämpft. Die Ansprache war vorbei. Da aber, wie denn Brück verloren hat, sind es immer noch 8 Punkte. Jedoch darf man nicht vergessen, dass die ein Spiel weniger haben. Die haben noch gar nicht gespielt, oder? Och, Tatsache. Die haben gar nicht gespielt. Ja, siehst du, hätten wir aufholen können, aber nee, möchte das Team nicht. Jetzt sind wir mittlerweile nur noch Tabellen 8 her. Ja, ist also sicher das Mittelfeld. Mehr wollen wir doch gar nicht. Über Sachen, quetsch mal, komm, quetsch mal. Raus. Nee, nö, mach ich nicht. Doch, nö. Doch. Drück weg, quetsch nö, mal. Drück weg. Quetsch mal. Nö. Quetsch mal. Drück weg, drück weg. Krieg weg! Krieg weg! Nö. Du liest das jetzt! Die Komplimente, das knappe Ergebnis. Haha, jetzt kriegst du weg! Jetzt sag ich! Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Ja, Muslie ist in der Elf des Tages. Kommt der denn dahinter, Mann? Tja. Hat er sich wohl erschlafen, diesen Platz? Das gebe ich mir erst gar nicht. Das ist ja ein Trauerspiel. So traurig. Ja. Im nächsten Spiel geht es gegen den ersten FCK 2. Ja. Unter Tabellen 12. Ich bin sehr optimistisch. Unsere zweite Mannschaft gegen Kirchlinde verloren. Nein. Kirchlinde. Ach ja. Damals, wo ich meine ganzen Busse da verpasst habe. Genau, ganzen Busse. Einer war es, aber ich habe die ganzen Busse da verpasst, ne? Naja, einen ganzen Bus hast du da verpasst. Ja. Schlechte Erinnerung. Am Dortmunder Stadtteil Kirchlinde. So, Montag, Kinder. Das kann nur eins bedeuten. Nein, Autosave. Montag ist Fokustag. Muah, Schleichwerbung beim FM12 hier. Ja, da wurden wir natürlich für bezahlt. Ne? Unser Konto klingelt. Absolut. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir, wie gesagt, kontotechnisch jetzt hier nicht ins Minutsch steuern. Sparlich habe ich es halt auch, wie ihr merkt. Jedenfalls ja, in der nächsten Saison. Ja, danke, danke. Jetzt weiß ich, was mir hier die nächsten Wochen nachgesagt wird. Was denn, Minutsch? Ja, zum Beispiel. Ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben, das vergesse ich. Also, warte. Wie würdest du das denn buchstabieren? Naja, Minut, ne? Mit T und dann ist CH. Okay, Minute. Okay. Minut. Danke. Genau. Bitteschön. Und wie? Und Nein-K. Und Nein-K. Nein-K. Okay. Ich wüsste dich. Möchtest du das auch notieren? Nee, das ist. Nee, das ist. Okay. Was wolltest du jetzt sagen in nächster Saison? Ja, falls wir dann noch hier sind. Das bin ich im Minut geraten, oder was? Erstens das und zweitens, dass wir da dann möglichst schnell den Kooperationsvertrag abschließen. Wer bringt das eigentlich? Keine Geld. Ahnung. Und Geld. Du kannst dir Jugendspieler ausleihen, beziehungsweise unter Umständen auch kaufen.
das für uns jetzt vielleicht nicht so unwichtig wäre oder zumindest nicht uninteressant bei unseren Fähigkeiten. So. Wie? Hast du gerade unsere Fähigkeiten gemobbt? Minutsch und Neinka. Du solltest aufpassen. Wow. Strobel. Und Riel. Ja. Was ist mit Strobel? Was ist mit Strobel? Da ist nicht Strobel. Nein! Strobel. Dale! Strobel. Ach man, ey, du hältst jetzt den Maul, du hast jetzt Funkstück, du sagst kein Wort mehr oder ich hau dich hier weg, ich leg Skype auf, ich sag's dir hier. Nee, dann übernehme ich das Let's Play alleine. Seh ich gar nicht ein. Stübler wollte ich sagen, Mann! Strobel. Drei Stück in einem Spiel. Nee. In einem Spiel. Mal schauen, ob ich dir bei der nächsten Aufnahme auch was entlocken kann. Nein. Dann schreibe ich sie mal so fünfmal auf. Überleg mal, wir mit einer Stärke von 610 sind 14. und die mit einer Stärke von 608 oder so sind 9. Ja. Wie eng das ist. Gut. Ja. Hat Briel. Hat Rot. Immer noch. Immer noch, ja. Ich stelle um. Das alte System hier erstmal. Ja, das war ein Dale bei dir. Ja. Du hättest das eh nicht besser hinbekommen. Klar, ja. Wir haben jetzt 20-0 gewonnen. 20 verloren, meinst du? Nee, gewonnen. Ja, echt? Dann bin ich mal gespannt. Die nächste Aufnahme geht an dich. Mal schauen, was wir da packen gegen Lautern 2. Das ist Lautern 2. Aber weißt du, nur weil du nicht anders verdient hast, Patrick spielt. Ich will, dass du verlierst. Gnadenlos. Gnadenlos. Ja, ich verliere auf jeden Fall. Ja, deshalb stelle ich ihn hier auf. Aber das Gute daran ist, die Beliebtheit des Platzes steigt natürlich wieder. Ne? Darfst du nicht vergessen. Das Publikum freut sich. Da sagt nichts, dass er verzweifelt, da hängt er sich gerade auf, liebe Leute. Das müsst ihr verstehen. Aber gut. Ich würde sagen, für den Part war es das. Im nächsten Part geht es dann gegen Lautern 2. Wir sehen uns da. Macht's gut. Tschüssi.